So klingt ein Klavier, das in letzter Sekunde vor Hochwasser gerettet wurde. Etwa 10 Klaviere und ein sündteurer Flügel sind dem Hochwasser im musischen Gymnasium St. Gotthard zum Opfer gefallen. Doch das ist bei Weitem nicht alles. Im Untergeschoss des Hauses wurde Physik, Kunst und EDV unterrichtet. Außerdem befanden sich hier auch die Umkleideräume zur Turnhalle, die einen Stock höher liegt. Mit 730 Schülern und 77 Lehrern ist das St. Gotthard-Gymnasium das größte Gymnasium mit Ganztagesbetrieb inklusive Mittagsverpflegung in Bayern. Der Ganztagesbetrieb wird bis zum Ende des Schuljahres eingestellt, der normale Schulbetrieb am Montag wieder aufgenommen. Der Schulleiter schildert die Katastrophe aus seiner Sicht. Also wenn man jetzt genauer schaut, wie weit die Wasserschäden gewirkt haben, dann stellen wir fest, hier können wir nicht punktuell mit einzelnen kleinen Renovierungsarbeiten anfangen, sondern unser gesamtes Untergeschoss ist praktisch durch ein Wasser so geschädigt, dass wir eine Generalsanierung für diesen Gebäudebereich brauchen. Für den stellvertretenden Abt des Klosters ist vor allem die nun nicht mehr intakte Gastronomie von Belang. Sie ist für den Ganztagesbetrieb wichtig. Mittagsverpflegung wird es in diesem Schuljahr nicht mehr geben. Einfach deshalb, weil die Küche selber ist nicht betroffen, aber die ganzen Nebenräume sind betroffen, die Mitarbeiterinnen sind betroffen. Wir haben keinen Lagerplatz, weil überall Dinge aus dem Keller irgendwo gelagert sind. Ich habe es gar nicht mehr so richtig gewusst. Ich bin vorher mal wieder im Haus an Ecken gekommen, wo ich schon lange nicht mehr war, weil da nichts fehlt. Da fehlt nichts, da ist viel zu viel. Also da kann man sich kaum bewegen und wird lange, lange dauern, bis die Sachen wieder da sind, wo sie hinkönnen und so. Aber gut, das sind alles Sachen, die kann man meistern. Die zerstörten Räume werden wohl einer Generalsanierung unterzogen und sind ein Fall für Verwaltungen und Politik. Aber durchnässte und unbrauchbar gewordene Lehrmittel müssen schnell ersetzt werden. Hier hofft der Schulleiter auf unkomplizierte private Hilfen. Um die ersten Schäden finanziell auch in den Griff zu bekommen, wollen Sie so eine Art Netzwerk ins Leben rufen. Wie soll das ausschauen? Ja, im Bereich der Ausstattung sind wir jetzt auf schnelle Hilfe angewiesen, denn viele alltägliche Materialien und Unterrichtsgegenstände für die Lehrkräfte stehen einfach gar nicht mehr zur Verfügung, die sind nicht mehr da. Wir hoffen darauf, dass wir eben für diesen Bereich der Ausstattung unser Netzwerk aktivieren können. Wir sind ein Gymnasium für die Region und hoffen jetzt darauf, dass alle zusammenhelfen, damit wir da handlungsfähig werden. Und manches, wie dieses verstimmte Klavier, lässt sich mit einem Tritt vom Fachmann schnell und kostengünstig reparieren. Schon klingt es wieder wie ein wohltemperiertes Klavier. Ich habe einen Bauern gefragt, wie es Wetter wird, schlecht, hat er gesagt und nicht mehr. Ich habe einen Gärtner gefragt, ob die Rosen blüht und der sagt, ach woher. Einmal ist es nass, einmal ist es kalt, einmal gibt es einen strengen Frost. Dann ist es heiß und dann ist es feucht, dann der feine Kirsch am Ost. Wie es Wetter wird, so wird's. Ob Sonnenschein, ob Schnee, einmal blüht grad der Klee so schön und dann kommt der Hagel. Ja, so ist's wieder mal gibt's und dann nimmt, wie es kommt, so kommt's.